Ja, servus zusammen! Hallo! Hörst du schon die Weihnachtsglocken, Alex? Nee. Nee? Geht aufs Ende des Jahres zu, ne? Ist natürlich scheiße, wenn jetzt Weihnachten schon war. Aber ich bin guter Dinge, also Weihnachten war noch nicht. Aber das Ende, das Jahre, Ende, das... Wie Ende des Jahres? Das Jahr geht aufs Ende zu und ich verlerne das Sprechen. Und da wollen wir mal meine Top 5 Autopflegeprodukte für 2022 küren, würde ich sagen, oder? Ja. Hast du Top 5 Kameragear? Hättest du sowas? In dem? Ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es was Neues ist, sondern dass es eher so bewährte Sachen ja, sind. Ja. Ist bei mir auch so, wo man so eine zweite Liebe dazu hin entwickelt. Ne? Ja. Also es ist oder so, dann lieber was gekauft, was sich bewährt hat, doppelt kaufen. Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Habe ich bei Poliermaschinen zum Beispiel teilweise. Ihr seht schon, ich habe das erste schon in der Hand und zwar die VisuMax Mini-Poliermaschine. Seitdem ich die habe, nutze ich keine andere Mini-Poliermaschine mehr. Also weder die Flex PXE noch die iBrit. Nee, sonst hatte ich auch keine andere, aber die liegen nur rum. Und immer wenn sowas passiert, dann weiß ich, okay, dann hat sich auch der Kauf gelohnt. Wir haben die etlichen Kunden verkauft, etlichen professionellen Kunden. Da ist die Rückmeldung immer das Gleiche. Wenn die Maschine haben, deren Mitarbeiter, auch sie selbst, sie greifen immer als erstes zu der. Wenn der Akku leer ist, nehmen sie die andere, aber notgedrungen sozusagen. Genau, wollen wir mal kurz auf Vor- und Nachteile eingehen. Und zwar ein riesen Nachteil, deswegen sage ich auch Akku leer ist, die Maschine entlädt sich automatisch. Das heißt, wenn der Akku drinsteckt und ihr lasst dich so liegen am Feierabend, kommt ihr früh hin. Wenn ihr den anderen Akku nicht geladen habt, der ist definitiv leer früh. Das heißt, ihr müsst den immer ein Stück rausziehen, wenn ihr nicht mit poliert. Ein weiterer Nachteil davon ist, wenn ihr drückt, es gibt keine Arretierung. Also ihr müsst immer auf dem Knopf bleiben zum Polieren. Und das waren auch schon die Nachteile. Und das war der Ellmann. A few moments later. So, wie sagt man? Wir sind zurück nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Ja, so ist es. Und die Werbung ist diesmal für die DHL. Genau. Vorteile hat die Maschine natürlich deutlich mehr. Und zwar, sie ist mega leise. Also ihr könnt wirklich von ganz, ganz wenig Drehzahl bis ganz, ganz hoher Drehzahl fahren. Also Punkt 1, sie ist sehr, sehr leise. Und man kann auch ganz, ganz wenig Drehzahl fahren. Und das eben auch analog einstellen. Also ihr könnt es stufenlos einstellen, wie ihr wollt. Und sie ist eben mega kräftig. Also es sieht nicht so aus und es hört sich auch nicht so an, aber sie ist deutlich kräftiger als eine Flex PXE zum Beispiel. Die Maschine kostet aber halt auch das Doppelte. Das wäre vielleicht noch ein Nachteil. Aber für mich auf jeden Fall meine Top-Akku-Mini-Poliermaschine in 2022. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die in 2023 noch nutzen werde. Außer vielleicht, was passiert, was unvorhergesehen ist oder sowas. Aber aktuell bin ich schon sehr, sehr zufrieden damit. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar ist das das schon in hier benutzte Rupes Wolle Polierpad. Das ist ein Mischpad und zwar Wolle mit Mikrofaser. Und hier muss man wirklich sagen, das ist das häufigste Polierpad bei mir in der Aufbereitung. Also das ist wirklich so geil. Ihr habt so einen hohen Cut mit dem Pad und du kannst es trotzdem so weit ins Finish fahren. Manchmal spart es mindestens einen Poliergang. Also manchmal sogar, also auf sehr, sehr harten Lacken kannst du damit sogar ins Finish fahren, wenn man es richtig macht. Und damit sparst du wirklich massig Zeit. Ne? Also das ist so ein Verbrauchsmaterial, wo du wirklich, selbst wenn du nur, ich sag jetzt mal, kleine Finisharbeiten damit sparst, hast du damit schon, ja, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, eine Zeitersparnis von mindestens, ich würde mal sagen, 15-20% am Auto. Also teilweise vielleicht sogar noch mal mehr. Deswegen absolutes Lieblingsprodukt, was Polierpads angeht aktuell. Wie gesagt, die Wolle-Pads von Rupes, die neuen, sind für mich definitiv die Pads aus dem Jahr 2022, wenn man es cool machen will. Dazu noch die Rupes Politur, und zwar die blaue, kann man natürlich auch sehr, sehr gut auf den bekannten Wolle-Pad eben benutzen. Warum finde ich die so gut? Naja, du hast einen mega, mega Cut damit. Du kannst aber auch wirklich sehr weit mit ins Finish fahren. Das heißt, klassische One-Step-Geschichte bei einem harten UHS-Mercedes-Lack, die beiden Dinge, und du hast eigentlich schon ein gutes Finish, was für 80% der Aufbereitungen reicht. Klar, wenn es jetzt ein ganz, ganz hochwertiges Detailing ist, dann muss man vielleicht nochmal einen Finishgang fahren.
Aber so mit der Kombination reißt du schon wirklich viel und es ist vor allem auch einfach. Also das Pad ist zwar nicht ganz so hoch, also du hast nicht so viel Sicherheitszone, sage ich mal, aber ja, das kannst selbst du, Alex. Also wirklich, das damit polieren, das ist wirklich genial. Und ich sag mal, selbst wenn man einen kleinen Haze hat, wenn man, ich sag mal, Aufbereitungen im mittleren oder niedrigen Preissegment macht, dann ist das ja auch noch lange, lange, lange gut. Ne? Darf ich mal eine doofe Frage stellen? Na klar, dafür bist du doch da. Hey, dafür bezahle ich dich. Das Pad ist ja jetzt blau, die Flasche ist auch blau. Da habe ich gesehen, du hast rote Pads, du hast gelbe Pads und es gibt die gelben Flaschen, die weißen Flaschen. Genau. Gehört das also auch immer so zusammen? Oder nee, man muss immer blau mit rot. Nee, Quatsch. Also es kommt immer auf den Hersteller drauf an. Das heißt, jeder Hersteller hat verschiedene Farben. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt ein Nanolex-Pad nehme zum Beispiel, dann passt das jetzt vielleicht nicht unbedingt zu den Rupes-Farben oder umgedreht. Allerdings kann man schon so sagen, es ist ja eine Rupes-Politur. Deswegen blau zu blau ist quasi die gröbste Schiene, die Rupes hat. Und deswegen ist es auch so besonders, weil du mit der gröbsten Schiene eben auch ein mega gutes Finish hinbekommst. Ne? Und dann gibt es noch Gelb, das ist so ein Mittelding, und Weiß ist quasi Finish sozusagen. Das ist quasi für die richtigen Showcar-Profis, genau. Ja, siehst du? Was auch für Showcar-Profis ist, ist die Sonax Perfect Finish 4.6 Politur. Und da ist nämlich das mit der alten Liebe wieder neu entdecken. Und zwar, ich habe die Politur vor Jahren mal probiert, fand die so ganz okay und habe die dann dieses Jahr mal wieder, ja, hat einen schweren Lack, habe dazu gegriffen und die ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum ich die damals nicht mir gedacht habe, ich muss die immer nutzen, aber die ist wirklich der Hammer. Also du kannst damit sehr, sehr starke Kratzer rauspolieren oder sagen wir mal mittelstarke Kratzer rauspolieren, aber das Finish selbst auf Unilacken ist perfekt. Damit haben wir den Boxer zum Beispiel gemacht, falls du dich erinnerst. Mhm. Und du hast da wirklich, kriegst da so einen heftigen Glanz rein, also, und die lässt sich spielen, leicht abwischen, ist wirklich eine Traumpolitur, von daher kann ich nur jedem empfehlen, der es noch nicht probiert hat. Ja, richtig gutes Ding. So, und jetzt mein letztes Produkt, das ist der WSR Strong, der ist leider nur für Gewerbetreibende verfügbar, also das ist ein sehr, sehr steiger Reiniger, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen im Video. Damit holst du natürlich, also WSR, Wasserfleckenentferner, sehr starke Wasserflecken vom Lack runter, aber du kannst den eben universell einsetzen. Und deswegen ist das so ein absolutes Lieblingsprodukt von mir. Der rettet dir eigentlich immer den Arsch, egal was ist. Also wenn du einen Highspot an der Versiegelung übersehen hast, dann kann man den damit spielend leicht entfernen. Zumindest bei sehr, sehr vielen Versiegelungen. Ich kann nie für alle sprechen, aber bei denen, die wir verwenden, ging das bisher immer. Du kannst Kalkflecken mit entfernen, du kannst Reinigungsarbeiten machen, du kannst Scheiben vorreinigen für die Glasversiegelung, dass du nicht polieren musst, weil der Reiniger so stark ist. Also das sind wirklich alles Riesenvorteile. Nachteil ist natürlich, du musst wirklich höllisch aufpassen, dass du nichts eintrocknen lässt, keinen Lappen auf dem Lack liegen lässt oder auf der Scheibe liegen lässt, weil du dann eben wirklich Schäden haben kannst. Aber sonst, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, ein bisschen darauf achtet, ist es ein Megaprodukt. Ist nicht ganz günstig, muss ich auch zugeben. Es ist echt ein teures Produkt. Allerdings, wenn man den sparsam verwendet als Vorreiniger oder ähnliches, spart er dir so viel Zeit, dass der eigentlich dreimal bezahlt ist. Eigentlich müsste ich ihn dann noch teurer machen. Nee, aber warum ist es jetzt gewerblich, weil er so stark ist? Oder? Ja, genau. Okay. Also wenn du, der ist ja klar, der hat keinen Farbstoff drin, der hat keinen Geruch drin. Das heißt, selbst aus, ich sage jetzt mal, das Ding ist, er hat auch kein Gefahrenpiktogramm, auch das ist ein Thema, das muss nicht laut Sicherheitsdatenblatt, also die sind natürlich Sicherheitsdatenblatt konform, aber wenn man das nicht weiß und es eben unterschätzt und eben kein Fachmann ist, dann kann man eben auch viel kaputt machen, deswegen haben wir gesagt, okay, WSR gibt es in der Strong-Variante zumindest nur für Gewerbeleute, wenn ihr Privatanwender seid, dann könnt ihr den WSR Light nehmen. Der ist allerdings deutlich, deutlich schwächer als der Strong, das muss man einfach so sehen. Für die meisten Arbeiten, Highspots, Reinigungsarbeiten reicht der WSR Light. Allerdings, wenn es an die Scheiben geht oder sehr, sehr starken Verschmutzungen, müsst ihr einfach einen WSR Strong nehmen. Genau, das ist meine Top 5. Eigentlich müssten wir auch mal ein Top 5 Flop-Video machen, oder? Aber ja, das habe ich mir auch schon gedacht, so die größten Fehlinvestitionen, weil man denkt immer, das Neueste ist das Beste und dann kaufst du was Neues, weil du denkst, es ist geil, vielleicht wegen dem Marketing. Aber ich glaube natürlich, da werden wir vielleicht ein paar Probleme mit ein paar Herstellern bekommen, ne? Aber naja. Ja, okay, aber... Wir denken mal drüber nach. Sind wir gespannt, wie viele ein Flop-Video sehen wollen, dann kommt das vielleicht auch dazu, auch wenn es eigentlich nicht meine Art ist, aber... Alles, was Klicks und Aufrufe bringt. Ja, aber es ist auch interessant, was du jetzt gesagt hast mit dem Sonax. Manchmal ist einfach ein Produkt, das eigentlich top ist, wird durch irgendeins, warum auch immer, ersetzt, weil du denkst, das ist ein neueres, das sieht schöner aus oder keine Ahnung. Ist so, Und dann gerät es so schnell in Vergessenheit. Aber Absolut.
Also in diesem Sinne, guten Rutsch und so weiter, weil es wird jetzt fast zu Ende sein und ja. Achso, es dauert ja, bis das Video kommt. Ja. Also, Alex. Tschüss. Servus.